Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Und heute machen wir ein Video zu gefährlichen Situationen, die uns so passiert sind. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Story. Fängst du an? Es ist mir zu viel passiert in Belgien. In Belgien war Verviers der zweite Stadt in die ganzen Belgien nach Charleroi, der so am gefährlichsten in der Statistik lag. Und da hast du gewohnt. Ja. Ich habe auch erfahren vor ein paar Jahren, dass Terroristen auch da gelebt haben, die in Paris diese terroristische Akte gemacht haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Es war genau so, meine Mama wohnt hier und die wohnt hier, also die hat wirklich die Bomben und alles gehört. Krass, ne? Also, hallo Verviers, willkommen. Das ist schrecklich, wenn man darüber nachdenkt. Komplett. Und meine erste Situation, die mir aufgefallen ist, ich war auf dem Weg zur Schule und ich wusste die ganze Zeit, dass ich sollte nicht Russisch reden. Es war immer so. Kurze Side Information. Wir sind beide in Russland geboren. Anna ist dann nach Belgien gezogen und wohnt jetzt in Deutschland. Bei mir war es so, ich bin in Russland geboren, bin direkt nach Deutschland gezogen. Genau, dann weiß die Bescheid. Genau. Es war immer so, wir reden nie auf Russisch, damit niemand weiß, dass wir Russer sind. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Keine Ahnung. Aber gefährliche Situation ist, dass ich war auf dem Weg zur Schule. Ich war 14, 15 Jahre alt. Und ich muss ja so ungefähr 2 Kilometer lang spazieren. Und auf dem Weg, da wo eine Straße war, es gab sehr viele Gebäude da, aber nichtsdestotrotz war niemand draußen. Ich habe mich wirklich sehr viele Gedanken damals gemacht, was passiert jetzt und was tue ich. Ein Auto hat mich diese ganze lange Straße gefolgt, wirklich. Ich bin zu Fuß gelaufen, ne? Ich war sehr langsam und das Auto war direkt hinter mir. Auf der Seite so ein bisschen, auch sehr langsam hat mir gefolgt. Das Problem ist, dass ich konnte nicht sehen, wer da drinnen war, weil die Fenster waren tarniert dunkel. Also man konnte das gar nicht erkennen. Wie alt warst du da? 14, 15. Keine Ahnung. Und ja, ich habe meine Mama sofort telefoniert, aber wir wissen beide, dass Verviers so ein... Ah, deswegen habe ich das erzählt, dass Verviers ein sehr schrecklicher Stadt ist. Ich habe meine Mama gerufen, und, aber was kann sie tun? Ne? Ich meine, ich rufe an und sie ist einfach in Panik. Und ich bin so, hallo Mama, jemand folgt mir mit dem Auto, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Ich bin einfach schneller gegangen, das Auto ist auch schneller gegangen und meine Mama so in Panik, nein, was, wie, wo bist du, was machst du? Geh einfach weg von da oder finde jemanden, der dich sieht einfach. So einfach ist das nicht in so einer Situation. Ja, damals habe ich mich wirklich Sorgen gemacht und ja, zum Glück ist er einfach, also hat mir die ganze Zeit gefolgt, aber zum Glück ist er danach einfach weggegangen. Was soll das? Ja, wirklich. Aber was soll das, mein Gott? Ja, man weiß bis heute nicht, was der eigentlich wollte, ne? Ja. Es ist super schlimm. Okay, meine Storys sind jetzt nicht so schlimm. Es hat mehr was mit Waghalsigkeit zu tun, meinerseits. Viele Sachen sind im Urlaub einfach bei mir passiert. Ich war am Meer. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Land das war. Ich glaube, das war Bulgarien. Da war ich so 10 Jahre alt und da waren so kleine, also das war ein ganz normaler Touristenstrand. Mhm. Und wenn man ein bisschen weiter abseits gegangen ist, standen da auch so Boote, so kleine Motorboote. Mhm. So für Fischer und sowas war das, glaube ich. Und ich habe da eine Freundin gefunden und wir haben dann da gespielt bei diesen Booten. Und da sind ja, die Boote werden ja so festgemacht mit so Seilen. Und teilweise hatten die auch noch so Fischernetze da rumliegen. Also das lag da einfach alles so, nicht abgesichert, gar nichts. Und wir haben da gespielt und ich war irgendwie mit meinem Fuß auf so einem Seil drauf. Mm. Und dann ist so ein Boot losgefahren und hat mich an meinem Fuß mit diesem Seil, weil ich mich da so verheddert hatte, so mitgezogen ins Wasser. Nein. Und wirklich so über den Sand. Und ich war halt... Gott sei Dank, schnell konnte ich mich da irgendwie befreien. Oh mein Gott. Weil das war nicht komplett um meinen Fuß herum. Das hat mich nur so mitgezogen und hat sich dann durch diese Kraft von dem Boot einfach von selbst gelöst. Wow. Aber wenn ich richtig in diesem Seil drin wäre, dann wäre ich jetzt tot einfach. Weil oh mein Gott. Das hat mich richtig ins Meer mit reingezogen.
Und Gott sei Dank, das war relativ am Anfang. Also das war noch im Wasser, wo ich stehen konnte, dass dieses Seil halt freigegangen, also abgegangen ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich eine gute Schwimmerin gewesen, auch damals schon. Ich bin da auf jeden Fall rausgekommen und alles ist gut. Aber wenn wirklich das Seil fest gewesen wäre um meinen Fuß, wäre vorbei. Mit wem warst du? Ich war mit dieser Freundin da, die ich im Urlaub kennengelernt habe. Ja. Meine Eltern waren normal auf ihren Liegen. Ja. Und wir haben halt da am Strand gespielt und sind halt ein paar Meter an die Seite gegangen, wo dieser richtige Touristenstrand halt aufgehört hat. Mensch. Haben da gespielt und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählt habe oder nicht. Das war in dem Moment. Als Kind habe ich das nicht so gefährlich wahrgenommen. Ich war so... Ja, wenn man einfach wächst, dann versteht man, wie schlecht das war. Ich glaube, wir haben sogar gelacht in dem Moment mit der Freundin. So, haha, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so heftig. Und meine nächste Situation, gefährliche Situation, ich war... Acht Jahre alt, denke ich. Ich wohnte damals nicht in einer super guten Umgebung, in Verviers. Ich habe immer in Verviers gewohnt. Ich war 8 Jahre alt und ich war auf einem Spielplatz mit meiner Schwester, mit anderen Kindern einfach. Und da ist ein, damals wusste ich, dass das ein Pakistaner war. Mhm. Er ist auf dem Spielplatz. Nichts gegen Pakistaner nee, an dieser gegen Stelle? Es ist einfach, ja. Das war einfach ein Pakistaner. Ja, das ist einfach nur ein Merkmal dieses Menschen. Und ich habe den nie sofort bemerkt. Dann hat er mich die Hände genommen und hat angefangen, mich einfach aus dem Spielplatz zu ziehen. Wenn ich das höre, ne? Und keine Ahnung, was er tun wollte. Also man kann sich vorstellen, was er tun wollte, aber weil... Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es ist trotzdem Pakistan so ein Land, wo Frauen sind ein bisschen untergeschätzt und die dürfen einfach machen, was sie wollen. Und ich denke, damals war er neu in Belgien. Ich meine, er ist nur gekommen und so. Hat mich einfach gezogen und ich könnte mich loslassen irgendwie. Bin einfach sehr schnell nach Hause gerannt. Meine Schwester, denke ich, war schon da drin. Und ich habe schnell gesagt, ich wurde von einer Person gezogen. Damals wohnte meine Mama mit einem Mann, der ich wie mein Vater gesehen hast. Ja, gesehen habe. Und er ist einfach rausgerannt. Er war wirklich wie ein Vater für mich. Also ich meine, es war wirklich, er ist zu dieser Pakistaner gerannt. Er hat ihn sofort gesehen. Er hatte gar keine Zeit, so fern wegzugehen. Und er hat, ich erinnere mich noch, auf Französisch gesagt, wenn du noch einmal meine Tochter, etwas an meine Tochter machst und die ganze Zeit so. Ich war sehr froh, dass ich damals ihn hatte, wirklich. Das war einfach glücklich. Ja, das ist ein Schock. Also ich kann mir vorstellen, manche Kinder sind richtig traumatisiert, wenn die sowas sind. Wenn ich mich das erinnere, war ich bestimmt sehr traumatisiert. Ja, und mit dem Alter denkt man noch mehr drüber, was er wollte. Mhm. Mit 8 denkst du nicht, was er wollte. Einfach, du denkst, okay, er wollte mich irgendwohin einfach nehmen. Und wieder, die Situation ändert sich jetzt nicht hier. Meine Mama wohnt jetzt irgendwo anders, in einer besseren Umgebung. Mhm. Und daneben ist ein kleiner Shop, wo man Eis kaufen kann. So ein Kiosk. Es ist wirklich in front of meine Mamas Haus. Mhm. Und da arbeitet der Pakistaner. Ich meine, er hatte schon gearbeitet, als ich größer war. Und meine Mama ist gekommen nach Hause und war so, Anastasia, weißt du, wer arbeitet da jetzt? Und ich war so, wer? Und sie, das ist der, der dich gezogen hat vom Spielplatz. Einfach gerade so. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich kann heute mit Anna nicht mithalten mit meinen Stories. Es ist einfach zu krass. Ja. Ja, meine zweite Story, die ist in Russland passiert, als ich dort im Urlaub war. Zum ersten Mal nach 7 Jahren oder so. Ich glaube, ich war da 8, als ich dann da war. Und meine Verwandtschaft wollte mir was Gutes tun und ist mit mir in einen Attraktionspark gegangen. Also sowas wie Europapark. Mhm. Aber halt sehr, sehr klein. Also das war so eine Achterbahn. Und du hast ja diese Waggons, wo du dich reinsetzt, ne? Ja. Du sitzt da und dann du hast halt diese Sicherung, die wird halt zugemacht, ne? Und dann kommen von jeder Seite 4 Männer,
die diese Waggons so nach hinten schieben von Hand, so bis die so einrasten. Dann hörst du so dieses Geräusch und alles ist am Wackeln. Diese Sicherung ist am Wackeln, das ganze Ding ist am Wackeln. Die sehen aus, als haben die alle, als wären das unterschiedliche Waggons, weil die zusammengeschmissen sind aus was weiß ich woher. Und diese Männer kamen, haben das erstmal so von Hand alles angedingst und dann hat jemand so einen Knopf gedrückt und dann ist es losgegangen. Und manchmal war das nicht richtig eingerastet, dann mussten diese Männer wiederkommen und das von Hand machen, also... Es hört sich, als ob du über ein, wie heißt das, Dritte Weltland redest. So habe ich mich auch gefühlt. Ja. Und dieser Park existiert immer noch und ich bin mir sicher, dass die Geräte sich dort nicht geändert haben. Auf jeden Fall, das war halt so eine, also das war eine richtige Achterbahn, wo du so hochgefahren bist und runter und irgendwelche so Loopings und so, ne? Und als diese Sicherung zugegangen ist, hatte ich das Gefühl, dass die nicht richtig zu ist. Und ich habe das meiner Tante gesagt in dem Moment und die war so, also das ist immer, das ist nicht so ganz feste, das ist immer so ein bisschen... Ja. Sich am Bewegen. Die so, guck, bei mir ist das auch so. Und ich war so, ja, aber ich will nicht sterben, weil ich bin ein Kind, ich bin klein und ziemlich dünn und wenn das hier so macht, dann fliege ich hier dann raus. Ja, halt dich doch fest einfach. Einfach so, ne? Raus aus diesem. Und als dieses Ding losgegangen ist, hat der wahre Horror erst begonnen. Weil, wie gesagt, diese Waggons waren halt unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob die richtig auf diese Schienen gepasst haben oder überhaupt. Das hat Geräusche von sich gegeben, Leute. Das war einfach nur so... Und hier alles am Wackeln und hier am Wackeln. Und das ist wie ein Horror-Movie gerade. Als dieses Ding angehalten hat, war ich so... Sorry. Hin raus. Das tschüss. War's. Und alle waren so, was hat die? Was ist ihr Problem? Das war voll cool. Lass noch mal gehen und so. Das war doch super. Und in so Momenten war ich nur so, danke Gott, dass ich in Deutschland lebe. Ich lebe noch. Ach so. Aber auch, dass ich überhaupt noch lebe. Ja. Ja. Das war meine zweite Story. Schön. Mhm. Jetzt kommt was richtig Schockierendes, Leute. Falls okay. ihr jetzt noch nicht schockiert seid, wird euch das schockieren. An der Stelle ein Like für unsere schockierenden Stories. Bitte. Es ist nicht mir passiert, aber wie immer in meinem Stadt passiert. Ja, Gott sei Dank nicht dir. Es war, ich war, keine Ahnung, wie alt ich war, aber ich wohnte schon da, so 10 Jahre alt wahrscheinlich. Und wir wohnten da schon, da wo meine Mama jetzt wohnt, also in einem normalen Umgeben. Aber wenn man die ganze Straße runtergeht und noch ein paar Straßen da wechselt, dann kommt man da, wo wir gewohnt haben. Es wurde in die Nachrichten gesagt, ja, in Verviers ist etwas passiert. Und wir waren so, ach, Verviers. Attention. Wie immer. Wie immer, Verviers. Keine Überraschung. Und da sagen die einfach, ja, es wird eine Frau in einem Kühlschrank gefunden. Also eine Leiche in einem Kühlschrank. Oder so, ja. Die also komplett geschnitten, ich meine, damit die auch im Kühlschrank so in passen können. Stücke geschnitten. Also es ist nichts zum Lachen, aber ich meine, ich lache einfach deswegen, weil wie viele Dinge könnten noch in Verviers passieren? Und wenn man das hört, dann denkt man, mein Gott, ich habe da gewohnt. Es ist unglaublich. Ja. Ich kenne wahrscheinlich diese Leute. Und man weiß nie, ne, dass man irgendwann mit den Leuten redet, schon einfach so draußen. Und dann am nächsten Tag sagt man, okay, das war diese Person, die diese Frau geschnitten hat. Was? Es ist schrecklich. Also wenn man das hört, ne, das ist so unreal irgendwie. Ja. Also mit der Terroristin, habe ich das erzählt? Ja. Ja, okay. Mit der Terroristin ist doch dasselbe. Ich meine, es ist alles da passiert. Alles da. Unglaublich. Ja. Also danke, dass wir in Deutschland leben, lieber Gott. Danke. Ja. Also ich bin froh, dass ich jetzt in Deutschland bin, obwohl Verviers ist eigentlich eine sehr schöne Stadt jetzt geworden. Ja. Ja. Aber trotzdem. Ja, trotzdem. Wenn man das hört, ist man sehr, sehr froh. Genau. Ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video. Das ist jetzt so lang geworden, weil Anna ein ganzes Portfolio hat an diesen Geschichten. Wir werden das in 2 Teile aufteilen. Deshalb verabschieden wir uns jetzt für dieses Video bei euch. Gebt dem Ganzen ein Like, abonniert auch unseren Kanal, folgt uns auf Instagram, bitte. Genau, und auf allen anderen Social-Media-Kanälen, die wir haben. Und wir sehen uns im 2. Teil. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bye.